Meine lieben Ödländer-Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit einer neuen Runde Atom-RPG. Und wir sind hier immer noch in dem Bunker. Aber ich glaube, ich habe mich getäuscht, denn wir haben hier soweit alles schon erkundet in einer früheren Folge. Also zumindest habe ich so das Gefühl. Das heißt, ich werde jetzt nochmal gehen, draußen nochmal gucken. Und dann schauen wir mal weiter. Kann ich die aufmachen? Nein. Okay. Gut. Dann einmal hier lang. Ich glaube, hier geht's raus. So. Zack. Spiel wurde automatisch gespeichert. Wunderbar. Da können wir nicht meckern. So. Ich möchte mir ja gerne den Helikopter nochmal anschauen. Aber ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Ich mache hier mal eine Schnellspeicherung, bevor ich darauf gehe. Vielleicht ist hier ja irgendwas Gutes. Okay, wir sind verstrahlt. Nein, verdammt. Benutzen. So, Strahlungsresistenz 100%. Das ist gut. Dann gehen wir mal schnell gucken. Ist nix. Muni. Muni ist immer gut. Okay. Da. Kiste. Aber nichts drin. Verdammt. Schade. Na gut, komm. Gehen wir wieder. Gut, dann habe ich noch was vor. So. Ich möchte ganz gerne mal wieder zurück zu unserer Basis. Oder zu unserem Dorf. Ich weiß nur leider nicht mehr, wo das war. Zirkus, da. Okay. Safe Journey Farm. Ich glaube, das war in Red Fighter, oder? Wir gehen mal los. Und gucken mal. Gutes Wetter scheinbar auch zu haben. Gegen Spinnen will ich gerade nicht kämpfen. Guck mal, hier scheint so eine Art Bergwerk gewesen zu sein. Wir gehen weiter. Ah ja, okay. In dieser Ecke war ich relativ selten. Ich war immer mehr links von der Karte. Ja, hier. Red Fighter. Sehr gut. Zack. Einmal betreten, bitte. So. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo hier unser Häuschen war. Das ist schon wieder so lange her, seit unserem letzten Besuch.
Oh, Hallöchen. Ein Mädchen in einem Vorkriegssommerkleid winkt dir fröhlich zu. Oh, hallo. Ich erinnere mich, dass du in der Fabrik warst. Ich war oft dort, als mein Verlobter für Dan arbeitete. Dunja ist mein Name. Wir haben uns in der Umgebung niedergelassen und sind umgezogen, als Shishak das ganze Chaos verursacht. Das ist ja komisch, wieso habe ich dich dort nicht gesehen? Das Mädchen richtet leise den Rock ihres Kleides. Dort bei Dans Fabrik musste ich immer so tun, als wäre ich ein Mann. Nur damit ich in Sicherheit bin. Und jetzt muss ich mich wieder an all die Sarafane, Röcke, Kleider und alle anderen normalen Frauenbekleidung gewöhnen. Also steht hier jedenfalls. Möchtest du dich ein bisschen unterhalten? Was wird hier neuerdings rumerzählt? Manchmal sagen die Leute die verrücktesten Sachen. Zum Beispiel sagen sie, dass ein richtig wahnsinniger Typ mal in einem der Häuser hier gewohnt haben soll. Sie sagten, dass er wohl versucht hat, eine Armee aus verrückten Bestien zu erschaffen, um das Ödland anzugreifen. Damit der große purpurrote Phönix wieder aus der Asche auferstehen kann. Der Phönix, der Sowjet genannt wird. Die heilige Sowjetunion. Genau. Du Opa lässt ihn genauso klingen, wie es die Leute, die mir dieses Gerücht erzählt haben, beschrieben haben. Okay. Verstehe. Okay, hier können wir Maissamen anpflanzen. Den haben wir hier. Dein Blick wurde von einem kräftigen jungen Mann mit zerzaustem Haar abgefangen. Oh, 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 alles bekannte Gesichter. Habe euch nicht mehr gesehen seit der Zeit in der Fabrik. Ich bin's, Sascha. Also heißt das, dass du nicht mehr für Dan arbeitest? Sascha sieht irritiert aus, er zuckt mit den Schultern. Nach dem ganzen verrückten Chaos, das Shishak verursacht hat, habe ich verstanden, dass das nichts für mich ist. Wofür sollte er mich noch brauchen? Er ist ja jetzt in die Politik eingestiegen. Ja, richtig. War das hier mein Haus? Ich weiß es nicht mehr. Wir gucken mal. So. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Nee, ich würde das schon ganz gerne ausbauen. Gosin. Gosin scheint mit irgendeiner Art von Hausarbeit beschäftigt zu sein. Er geht von Schrank zu Schrank und raucht eine Zigarette. Als er dich sieht, lächelt er breit. Willkommen auf meinem Fleckchen im Ödland, Soldat. Irgendwelche neuen Leute in der Siedlung? Nur du, Pascha, der Techniker. Aber das macht nichts. Wenn wir uns erst einmal hier niedergelassen haben, werden die Leute schon kommen. Okay. Hast du irgendwelche guten Geschichten oder ein paar Tipps für mich auf Lager? Nicht allzu merkwürdiges, außer ich habe gehört, dass eine Siedlung in der Nähe eines ausgetrockneten Meeres kürzlich von riesigen Schnecken terrorisiert wurde. Und weißt du was? Die Einheimischen fingen an, Messer und Speerspitzen aus Meersalz herzustellen. Irre, oder? Und wie ist die Moral von der Geschichte? Kenne deine Umgebung und benutze deinen Verstand anstelle von roher Gewalt. Ganz meine Rede. Ah ja. Gut. Ah, hier. Der Ameisenmann. Stimmt, da war ja was. Da ist der Ziegenpeter, wollte ich gerade sagen. So. So. Wo war denn meine Hütte?
bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Wir gehen mal über die Kreuzung. Kann auch sein, dass das hier vorne war. Nee. Da auf jeden Fall nicht. Okay. Nur mal eben schauen. So. Jo. Hier sind wir richtig. Pascha wirft einen Blick auf die Ansammlung von Flaschen auf seinem Tisch. Als er dich sieht, schenkt er dir ein entspanntes Lächeln. Wie läuft's, Boss? Ich bin wegen der giftigen Pilze hier. In diesem Fall kann ich nur helfen. Doch das Entfernen von Giftpilzen ist keine billige Angelegenheit. Für 1000 Rubel erledige ich den Job. Jo, machen wir. Du gibst dem Techniker das Geld. Nachdem er eine behelfsmäßige Gasmaske aufgesetzt hat, geht er in den Bunker. Der Deckel schließt sich hinter ihm. Schauen wir mal. 1000 Rubel verloren. Okay. Oh, er kreischt. Okay. Wir ruhen uns mal 12 Stunden aus. Oh, du fühlst dich krank. Okay. Ich glaube, ich habe mich gerade übergeben. Nicht gut. Mal eben was essen. Ei. Wir sind verstrahlt, überladen und auf Entzug. Nicht gut. Aber ich habe soweit nichts gegen, ja, gut, hier. Nehmen wir das mal. Sonst noch irgendwas, was helfen könnte? Tee? Nö. Gut, da müssen wir jetzt durch. Aber in den Bunker kommen wir trotzdem nicht. Das heißt, der Typ ist erstmal beschäftigt. Gut. Da bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht mit dem Bunker. So, warte mal. Ich pack mal eben wieder was weg. Na, wo ist es? Muss kurz überlegen. So. Viele kriegt die Kabel. Und was kriegt er noch? So, so, so. So, jetzt können wir loslegen. So, dann gehen wir jetzt Richtung Auftraggeber und geben unsere Quest ab. Da ist die Banditenfestung, da will ich noch nicht hin, die sind noch zu stark. Das heißt, wir gehen hier rüber.
Okay, wir müssen kämpfen. Sklavenhändler. Aha! Jawollo! So, Nummer 1 ist down. Okay. Aua. Nein! Jawohl. Komm her, du Sau. Der ist auch down. Oh, er heilt sich. Okay, der hat verfehlt. Der auch. Jawohl. Yes. Weg ist er. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hexogen ist angeschlagen. So. Zack. Bam. Aua. Sehr gut. Zack. Ah, okay. Hexogen heilt sich. Tippitoppi. Aua. Zack. Mission erfolgreich. Guck mal, hier sind tatsächlich Sklaven. Du bist ein wahrer Held. Du bist ein wahrer Held. Ja, gern geschehen. So. Altpapier, Keks. Aha, aha, aha. Rubel. Reifenrüstung. Munition. Rubel. Erstmal eine Zwiebel. Dosenfleisch benutzen. Zack. Ja, ich nehme nur das Wichtigste mit. Okay, wir sind schon wieder überladen. Aber kein Problem. Wir geben die Munition rüber. So. Zack. So, was hat er? Oh. Heilung. Jetzt habe ich den Helm aufgenommen. Shit. Wollte ich gar nicht haben. Na, wo ist er? Da. Einmal wieder zurück. Danke. Ja. Okay. Super. Wir sind wieder so weit auf dem Damm, hätte ich fast gesagt. Aber ich bin immer noch überladen. Ey, das gibt's doch gar nicht.
Krass. Ja gut, wir schleppen auch noch einen Kopf mit uns rum, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. So, guck mal. Reicht immer noch nicht. Gut. Zack. Zack. So. Perfekt. Wunderbar. Da haben wir den Sklavenhändlern mal gezeigt, wer hier der Stärkere ist. So, guck mal, wir sind da. Kann ich hier eigentlich auch weitergehen? Hier war ich auch noch nicht. Ich mach das einfach mal. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Handels... Oh ja, Karawane. Die treffen wir auf jeden Fall. Da sagen wir mal Hallöchen. So, wo sind sie? Da hinten. Mal sehen, ob er irgendwas Schönes hat für uns. So. Was hat er denn? Okay, der hat Muni. Zuckergebäck. Okay. Erstmal alles raus, was ich jetzt nicht mehr brauche. Oder nicht mehr haben will. Brauchen tue ich irgendwie alles. Okay, Wasser habe ich 11. Schießpulver. Mütze. Tee behalte ich. Nägel. Schleifstein. Glas. Tabak. Maissamen. Seife. Teufelsgras. So, Fiedel hat bestimmt auch noch irgendwas. Seesack. Den gehen wir mit weg. Das gehen wir auch mit weg. Siggi gehen wir weg. So, Hexogen. Gehen wir eine Pistole mit rüber. So. Und ich möchte die Munition haben. Ja, der Rest interessiert mich eigentlich eher nicht so. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Perfekt. Haben wir das auch geklärt? Was ist das hier für ein Ort? Irgendwie ein bisschen mysteriös auch. Guck mal, da ist ein gesunkenes Schiff. Hat anscheinend seine Fracht verloren. Und ganz schön viele Leute, die hier rumlaufen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist eigentlich eher so ein bisschen einsam. Aber ist okay. Schon wieder eine Karawane. Gut. Gehen wir rein.
Und dann gleich zur Miliz. Quest abgeben. Hatte ich irgendwie beim letzten Mal total vergessen. Aus welchem Grund auch immer. Wer ist er hier? Warte mal. Vor dir steht ein Mann mittleren Alters, der seine bereits ergrauten Haare auf die linken Seite gekämmt hat. Er beäugt dich mit einem angriffslustigen Blick. Wir haben uns unterhalten. Verschwinde. Von hier. Ah ja, okay. Ganz ein Netter. Okay. Gordei Mityaev. Kenn ich den? Ah ja, okay. Der hatte die Ticks. Hier ist der Wassermann. Wer ist er? Ah, der Messerspieler, okay. Kennen wir auch. Wer ist das? Ach, der Schreiber, Gubzow, genau. Da war ja was. Die Reporter. Ey, wo kommt der denn jetzt her? Sergei Maslow? Ein stolz aussehender Mann in einem adretten Anzug begrüßt sich mit einem leichten Lächeln und einem Nicken. Was möchtest du wissen, Genosse? Dir ein paar Fragen stellen. Wie wäre es mit einem Interview? Das hängt von der Zeitung ab. Ich wurde vom Shoot-to-Kill Verlag geschickt. Ich verstehe. Nun, normalerweise verlange ich ein Honorar für dein Interview, aber wenn es veröffentlicht wird, kann ich damit Informationen über mich und meine Taten verbreiten. Da mache ich mal eine Ausnahme. Großartig, dann mal los. Krieg. Krieg ist ein Unglück. Das schrieb ich meiner lieben Frau Svetlana Markovna an jenem schrecklichen Tag, als verräterische NATO-Agenten, die sich als friedliche Demonstranten auszugeben versuchten, die Berliner Mauer, wo ich Dienst hatte, teilweise sprengten. Wir schweigen mal. Ja. Da war ich also und machte mir in diesen Momenten nur um eine Sache Sorgen. Ein kleines Mädchen inmitten des Protests. Die Aktivisten dachten, wir würden auf sie schießen, nicht nur auf die Provokateure, und rannten zum Kontrollpunkt. Ich sprang von der Mauer in die Menge, aus 30 Metern Höhe, in das Meer von Menschen und deckte das Kind mit meinem eigenen Körper zu, bevor es von feindlichen Agenten und der Menge zertrampelt wurde. Du bist ein wahrer Held. Der Mann schaut dich ungläubig an. Das Kind Gretchen und ihre Mutter Laura danken mir unter Tränen. Sie boten mir an, mit mir zur Regierung von Westdeutschland zu gehen, um ihnen zu sagen, was ich getan habe. Und über die Provokateure in der Menge. Oh, wenn wir das nur geschafft hätten. Ich hätte den Krieg durch eine einzige mutige Tat gestoppt. Sie haben dir nicht geglaubt? Glaubst du, es gibt auch nur einen einzigen Menschen, der diesen Augen nicht trauen kann? Dieses Herz, das so viel Mitleid mit unserem armen Vaterland hat? Nein, das ist alles nur wegen dieser Bastarde, die mich endlich eingeholt haben. Schurken unter uns. Der Divisionskommandeur Petrenko, mein direkter Vorgesetzter, hat mich verhaftet, weil ich mit dem Feind paktiert habe. Damals fiel mir mein berühmter Ausspruch ein: Auge um Auge ist nicht der Weg des Edlen, sondern der Weg, blind zu werden. Die Leute sahen, wie richtig das war, als die ersten Bomben den Boden berührten. Okay. Und was hast du nach der Bombardierung gemacht? Wie jeder musste ich mich zurückziehen, aber im Gegensatz zu vielen Soldaten marodierte, raubte und tötete ich nicht wahllos. Schon damals unterrichtete ich die Überlebenden in einer komplizierten Kunst der Wiederherstellung der Zivilisation nach der Apokalypse. Und was hat dein Kamerad Ambrose an diesem Tag gemacht? Das letzte Mal, als ich ihn sah, versteckte er sich vor dem Artilleriefeuer. Und der Waffenbruder Navigator? Ich weiß nicht mehr, ich schätze, er bekam einen Schuss in den Arm und war dann weg. Okay. Und was hast du nach der Bombardierung gemacht?
Ja, okay. Eine Wahnsinnsgeschichte. Danke, ich muss los. Quest wurde aktualisiert. Ich verstehe, dass du gehen musst. Ich halte dich nicht auf. Zögere nicht, Nein zu sagen, wenn du so geneigt bist. Das wird unsere Beziehung in keiner Weise beeinträchtigen. Aber vielleicht willst du nach dem, was du gerade gehört hast, den alten Krieger unterstützen? Ja, natürlich. Für Heldentun habe ich immer was über. Hier, 200 Rubel. Danke dir aus tiefstem Herzen, dass die Hölle der Schlacht und das Paradies der Dankbarkeit der Menschen gesehen hat. Viel Glück wieder daran. Guck mal, da haben wir unseren ersten Mann interviewt. Wer ist er hier? Warte mal. Ah ja, er ist schon wieder. Sehr gut. So, Questlog. Ja, okay. Okay. Das haben wir gemacht. Fehlen noch die anderen beiden. Gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Päuschen und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Und dann gehen wir endlich den Kopf von dem Banditenanführer ab. Den schleppen wir jetzt schon lange genug mit uns rum. Der müsste schon stinken und faulig sein. Also, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.